Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit TSW4. Wir sind auf der Edinburgh Glasgow weiter mit der 158 unterwegs. Da haben wir noch zwei Szenarien zu erledigen. Und das werde ich im Wechsel machen mit der Five Circle Line die nächsten Tage. Wir fangen hier oben mal an mit den 20 Minuten. Schließen Sie die zweite Hälfte eines Zugdienstes ab. Also die Szenarien sind jetzt alle unter einer Stunde. Einmal 20 Minuten, dann 30 Minuten, dann haben wir 45 Minuten und dann noch einmal 50 Minuten. Also das hält sich jetzt in Grenzen, den Spaß, den ihr hier haben könnt. Und einige von euch habe ich auch schon gesehen, die finden das auf der Cascade Circuit Line ein bisschen albern. Dass dort zwei Fahrplanfahrten zwar gekommen sind, aber beides einmal ins Depot rein und einmal raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Da werden wir uns dann aber noch mit beschäftigen, beziehungsweise haben wir uns damit dann quasi schon beschäftigt, wenn ich heute Abend, heute nach dieser Aufnahme Livestream mache. Willkommen im Bahnhof Croy, Sie übernehmen den Zugdienst 2N50 für die verbleibende Strecke nach Glasgow. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Ah, davon gehe ich aus. Ja, ich habe munter Kommentare jetzt schon bekommen. Und da will ich jetzt mal kurz hier dann wieder mal die Vorlesenummer bringen. Überprüfung ausstehend. Keine, also ihr seid alle brav geblieben. So, was haben wir hier? Das haben wir gestern schon gehabt. Das auch. Das auch. Das auch. So, das sind die ganzen Kommentare zu gestern. Aber jetzt kommen wir zu der Einführung. Das Fahrzeug hole ich mir nicht. Hol dann eher den Intercity-Steuerwagen. Da gibt man sinnvoll Geld aus. Das war der Gamer am Start. Ja, das ist natürlich richtig, was du sagst. Also das Geld ist wahrscheinlich besser in der 101 angelegt. Wobei die 101 wahrscheinlich mit mehr als 20 Euro zu Buche schlagen wird. Ich weiß noch nichts. Der Stream von DTG ist ja auch verschoben worden. Kommt da schon meine Eisenbahn? Hey, da ist ja meine Eisenbahn. So. Mario sagt, hier bin ich. Hab die Folge dann auch gefunden. Das war im Zusammenhang dessen, dass ja gestern heiße Räder das Szenario von der Berliner Linie sich gewünscht wurde. Willkommen an Bord, stecken Sie den Schlüssel ein, bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor. Dieser Zug hält in Lancy, Bishopbriggs und schließlich in Glasgow. Die Abfahrtzeiten finden Sie im Fahrplan des Pausenmenüs. Ja, das kennen wir schon. Einmal diesen da. Einmal den. Headlight ist an. Ja, dann sind wir eigentlich fahrbereit. Den machen wir noch aus. Sonst sind wir nämlich nicht fahrbereit. Und dann warten wir noch mal eine Minute ab. So, also das zu dem Kommentar. Dann haben wir, dass es verrückt ist, die 170 und die 158 zusammengekoppelt zu sehen. Aber das gibt es in Real Life wohl auch. Keine Ahnung, ich kenne mich in England nicht aus. Und dann von Mario nochmal, Skyhawk und Rebirth machen ständig so langweilige Szenarien. Ja, das ist im Allgemeinen tatsächlich so. Darauf die Antwort auch, dass es wahr. Das ist wahr, bis auf die Berliner Linie von Rebirth ist immer hässlich, hängt immer sehr von der Strecke ab und alles von Skyhook ist immer grausam. Ja, finde ich, habe ich eine andere Meinung. Ich finde die Rebirth-Strecken eigentlich mit die schönsten von Anfang an, schon auch schon die Arosa-Linie hat durch Details geglänzt, die bei anderen Strecken gefehlt haben, die man da hätte auch mit einfügen können. Die Szenarien, da bin ich aber bei dir. Die sind bei Rebirth Games auch nicht der Knaller. Aber ich habe auch geantwortet darauf, immerhin haben wir keine Elefanten am Bahnsteig stehen. So wie das ja mal hin und wieder der Fall ist. So, eine Doppeltraktion fahren wir. So, dann geht's erstmal nach Lancy. Das müsste kurz vor der Brücke sein. Ah, ne? Achso, ja klar, wir sind ja auf, ich war jetzt mit dem Kopf auf der Five Circle Line. Wir ja gar nicht. Wir sind ja auf Edinburgh Glasgow unterwegs. So, das waren jetzt erstmal die Kommentare. Mal abgearbeitet. Wieder eine Baustelle weniger, Freunde. So, und dann hoffe ich wirklich, wenn am 31. jetzt dann tatsächlich die Expert rauskommt. Da muss ich mir gerade mal einen Kalender zur Hilfe holen hier. 31. ist Mittwoch, dann wird das DLC sehr wahrscheinlich am 1., 2., 3., 4., 5., 6. kommen. Oh, das wird aber sportlich, da dann noch alle Aufnahmen zu machen. Weil ich ja am 10. in Urlaub gehe. Zum 25. Boah. Mein Geburtstag auf Fuerteventura. Habe ich meinen Geburtstag schon mal im Ausland gefeiert? Ja, doch, klar.
Einmal. Einmal auf der EGV Berlin und einmal auf Kreta. Es gibt da, wo wir an meinem Geburtstag sind, gibt es eine sehr gute Bar. Werde ich mich dann morgens mit dem Kind am Pool chillen und werde dann, wenn meine Frau da ist, an die Bar gehen und mir dort einen knallen. Meine Frau schleppt hier gerade eine Klimaanlage rein, die wir irgendwie die letzten 3 Jahre nicht gebraucht haben. Dieses Jahr brauchen wir auf einmal eine. Fragt mich einer, warum? Keine Ahnung. Ich hoffe, das Ding macht nicht zu viel Krach. Mache ich Krach. Ein Ding hatten wir schon mal vor Jahren gehabt. Ja, natürlich wird das Ding ins Nähzimmer gestellt. Hier reicht mein Ventilator hier am Arbeitsplatz. Wäre natürlich schön, wenn da auch in-game im Arbeitsplatz funktionieren würde, aber bei dem Fahrzeug hier hat der Ventilator seinen Betrieb eingestellt. Auf einer guten Eisenbahnstrecke der Deutschen Bahn. Ah, ich muss mir echt mal abgewöhnen, diese ganzen DB-Witze immer zu machen. Ich glaube, ich habe kaum Abonnenten, die bei der Deutschen Bahn sind, weil ich dann die ganze Zeit nur Witze drüber mache. Auf einer Riedbahn-Baustelle merkt man in Mannheim zumindest mal gar nichts. Zumindest nicht in dem Dunstkreis, in dem ich unterwegs bin. Bin mal gespannt, ob danach denn wirklich der Betrieb auf der Strecke besser wird bei 650 Zügen am Tag. Das ist auf jeden Fall schon mal aufs bundesweite Netz gesehen großer Fortschritt, wenn die Strecke erstmal saniert ist. Da wird ja alles weggebaut. Also die 90 wollte ich schon noch erreichen. Ich glaube, das kann ich ablacken. Ich habe so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir gleich wieder eurem Dudelsack vorbeifahren. Schwierigkeitsgrad von dem Fahrzeug ist natürlich Popelkram, ne? Das sollte jeder von euch hinkriegen. Haben wir auf jeden Fall Fahrzeuge, die komplizierter sind zu fahren. Klassenfeind, der mit Strom fährt. Uiuiui. Das wird doch nix hier, oder? Na komm, brems. Dann kann ich ja wieder behaupten, das wäre gewollt. Oh, ich hab so ein Kratzen im Hals die ganze Zeit schon, dass ich husten muss und irgendwie geht das nicht weg. Muss mein Thumbnail mitnehmen hier. Der Hund hier auch noch wie ein Elch rüber. Der Hund. Hallo, du Elch. Bis 39:30, dann machen wir um 10 Sekunden nach die Türen.
Ich sehe gerade, dass der Boden im Kinderzimmer von der Kleiderschranktür Abdruck hat. Das ist schlecht. Ob ich auf Bricks, unser nächster Halt. Das ist natürlich besseres Wetter als gestern auf der Five Circle. Aber das passt schon. War schlecht, wenn ich mein Handy in die Hand nehme. Wenn ich Aufnahmen mache, weil das Mikrofon nämlich im Weg ist. Und ich dann immer den PIN eingeben muss. Aber ich muss meine App hier immer ein bisschen im Auge behalten, damit ich auf dem neuesten Stand bleibe. Mit dem, was ihr so auf dem Kanal treibt. Das ist ganz wichtig für mich. Das ist mit Abstand jetzt wirklich die kürzeste oder das kürzeste Szenario in Anführungsstrichen, muss man sagen. Da ein bisschen traurig ist das mit der Catcar Circuit Line, das ist schon sehr dämlich, da nur zwei so eine bescheuerten BW-Fahrten reinzukloppen. Also der Unmut über dieses DLC macht sich jetzt, obwohl es noch nicht veröffentlicht ist, zu dem Zeitpunkt, wenn ich dieses Video hier aufnehme, macht sich der Unmut auch schon sehr stark bemerkbar. In den verschiedenen sozialen Netzwerken und bei mir auf dem Discord. Wieder weit vor der Zeit. Mal ganz gemütlich reinbremsen hier. Wenn ich zu lange warten müssen. Am TSW-Tracker ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts drin. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich da irgendwann nochmal über 30% komme. Das sieht nämlich nach der aktuellen Lage der DLC-Veröffentlichung echt schlecht aus. Ich weiß auf jeden Fall, was wir am Montag für ein Szenario machen. Da habe ich nämlich noch was sehr Schönes aus der ganz, ganz alten Ecke entdeckt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt bleiben. Das wird bestimmt witzig. Die Türen piepen ja sogar.
Die eine Tür da hinten, die ist immer noch offen. Das ist wahrscheinlich die Tür, wo der vermeintliche Zugbegleiter wohl am Daddeln ist. Also seine Arbeit quasi verrichtet. So, jetzt geht's schon nach Glasgow. 3 Meilen das Ganze. Also eine relativ kurze, entspannte Fahrt. Also die Dinger scheinen hier relativ viel eingesetzt zu sein bei ScotRail. Ich habe mich mit der Firma ScotRail aber noch nie auseinandergesetzt. Was die genau wo und wie macht, das kann ich vielleicht mal für die nächste Folge machen. ScotRail. Twitter und X. Die staatliche Eisenbahn für den Personenverkehr in Schottland. ...295 Fahrzeuge haben die, 5.168 Mitarbeiter, 354 Bahnhöfe, Schottland und Nordengland, das Streckennetz haben wir hier. Edinburgh nach Perth, Dundee, klar, 5 Circuit Line, dann die nach Glasgow. Auch eine relativ lange Strecke ist, also Glasgow durchfahren wir so... 3/4 der britischen Insel da oben. Was haben wir noch für genau die Glasgow Tesco Circuit Line haben wir noch von ScotRail und dann geht es hier noch ganz ganz weit nach oben. Aberdeen. Der nördlichste ist Tursaux und Vic. Kyle of Lochelsh. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was machbar. Von Edinburgh geht's bis nach Calais. In den Süden. Dann schon England. Steht auch irgendwo, wie viele Kilometer die haben. Ein Schienennetz. Ungefähr 1700 Meilen, also 2775 Kilometer. Die Fahrzeuge mal kurz hier gucken. Also die haben die HST, das sind die, die hier in der GWR-Lackierung durch die Gegend fahren. Dann haben wir hier Mark 3 heißen die, 156, 158 Supersprinter und Expresssprinter, sind die Spitznamen wohl anscheinend hier. Dann haben wir die 170 als Turbostar bezeichnet. Die 314, das ist der von der Cascade Circuit Line. 320, 334... 380, die Zero UK, uns auch bekannt. Ich muss hier die Bremse ein bisschen drin lassen. Und dann haben wir noch den 385, der fährt ja hier drum. Der A-Train ist das, also die haben schon ordentlich einen Fahrzeugpool. Hatten die Dinger gebaut. Ups. Hey. Und Hitachi, ja klar, Hitachi. In England ist alles Hitachi. Ja, aber ganz schön steil bergab hier nach Glasgow rein. Für den Eurosprinter hier gibt es noch nicht mal eine Wikipedia-Seite.
Die fahren auch quasi in ganz England rum. Oh, jetzt kommt der Dudelsack. Ich habe Angst. Haltet euch die Ohren zu. Hört man ihn schon? Oder ist er kaputt? Ich glaube, der Dudelsack ist kaputt. Der ist geplatzt. Der böse Dudelsack. Der Sack, der dudelte Sack. So, dann sind wir in Glasgow. Dann halten wir mal fest das Ding. Machen die Türen auf. Und dann gucken wir gerade mal im Bahnhof, wo wir sind. Doch, normalerweise müssen wir in den Dudelsack reingefahren sein. Ist doch hier drüben irgendwo immer versteckt gewesen. Oder ne, sind wir im richtigen Bahnhof? War das in Edinburgh vielleicht? Nee. Doch, das war in Edinburgh, ne? Jo, gut. North Hanover Street. Waiting Rooms and Lounge. Der aus nach Lounge. Eastbound, we are stairs. Die haben das schon gut gemacht mit den Barrieren, dass sie die Bahnhöfe so ein bisschen eingrenzen, die Bewegungsfreiheit. Das ist gar nicht mal so blöd. So, zur Abschiedsmusik. Vielen Dank. Diese Einheit bildet den Zugdienst 1R79, der um 15.15 Uhr zurück nach Glasgow fährt. Ja, haben wir doch schöne ausklingende Musik hier. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich mache meine Richtungswender hier noch aus. Da muss ich gleich wohl nochmal abmoderieren. Machen wir den noch auf Tail. Only stellen, machen wir den hier auch noch an, weil es witzig ist. Und den Hauptschlüssel auf aus. So. Dann sehen wir uns und hören wir uns morgen um 18 Uhr mit der nächsten Folge. Dann sind wir auf der Five Circle Line unterwegs, auch wieder mit dem Fahrzeug. Übermorgen dann nochmal Glasgow, dann nochmal Five Circle und am Montag gehen wir dann mal wieder mit auf eine deutsche Strecke. Mein Spessartbahn könnt ihr euch schon mal im Hinterkopf behalten, da gehen wir hin. In dem Sinne euch jetzt noch einen schönen Abend. Denkt ans Abonnieren, aktiviert die Glocke, Kommentare und Däumchen nicht vergessen. Kommt auf den Discord, der Screenshot-Contest läuft noch bis zum 31. Juli. Dort könnt ihr gewinnen 15€ Gutschein für Steam, Xbox, PlayStation oder Nintendo. Und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen wollen, werdet Mitglied ab 99 Cent im Monat. Und da könnt ihr alle meine Let's Plays vorausschauen. Lohnt sich besonders zwischen dem 10. und dem 25. August, beziehungsweise 26. August, weil ich alles hochlade und dort schon veröffentliche für die Mitglieder, was in dem Zeitrahmen geplant ist. Also in dem Sinne, euch einen schönen Abend. Reingehauen. Tschüss.